Hallo, es geht weiter mit der Weltenbummler-WG. Diana hat ausgeschlafen, die kann ja schon mal hierher fliegen. Ja, wenn du dann hier bist, dann kannst du erstmal was essen, ne? Was essen und was duschen, würde ich sagen. Ups. kommst du da jetzt eigentlich raus? Moment mal, wenn du gerade da bist, Moment, dann iss mal nichts, sondern pack das mal in Inventar. Geht das? Das Zelt habe ich ja da irgendwie so blöd hingestellt. Und? Tatsächlich. Und kommst du da jetzt auch wieder weg? Geh mal hierher. gute Frage. Wo willst du hin? Nein. was soll der Quatsch? Komm hier, flieg hierher einfach. Was willst du jetzt? Entspannen hier. Ja, geht's noch? Hä? Junge Frau? Hä? Was soll das? Du bist ja was einfällig. Nein, komm, flieg hierher. die haben echt ein Ding an der Klatsche. Na sowas. Wenn du da jetzt nicht rauskommst, flieg hierher. Das sollte vielleicht klappen. Das hat ja damals das schon mal geklappt, als du da irgendwie mitten in der Pyramide gelandet bist. Ah ja, sehr schön. Und? Dann lande mal hier. wir haben unser Zelt wieder. Ah, Anna. Ach doch. Ich dachte, jetzt hängt sie irgendwo in der Luft. So, naja, ist erstmal noch mal ein Happen. Und wo sind die Duschen? Genau. Benutzt mal eine. Oder hatte sie schon eine benutzt? Nee. Da hat die sich da zum Sonnen hingelegt. Sowas. Okay, geh hier rein. Geh hier hin. Wir gucken mal, was die Luisa macht. Wie weit ist sie eigentlich? Mit Ausschlafen? Ah, ein bisschen war sie, glaube ich, noch. Wir haben heute unseren letzten Urlaubstag hier. Also ich werde Luisa, glaube ich, nicht ganz ausschlafen lassen. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, hatten wir alles soweit erkundet. Wir waren hier. Genau. Dann geh doch mal hierher, Hanna. Den Schlüsselstein hatten wir auch schon eingelegt. Und die Pfeilen, ja, da müssen wir eigentlich mal reinhopsen, ob die dann lauter Pfeile dann drin haben im Körper. Okay, das machen wir jetzt nicht, sonst sind wir ja bedient. Was ist denn das hier? Sieht ja wie nach Tür aus. Genau, untersuch die gleich mal. Mal schauen, da kommen wir nicht ran. Also muss das ja auch irgendwie, müssen die Pfeilen ja weggehen. Gucken wir noch mal kurz nach. Na, ein bisschen lassen wir sie noch. Einen kleinen Moment darfst du noch. Und dann schmeißen wir dich aus dem Bett. Mal schauen, was hier in dem Raum ist. Wenn der nicht ganz so groß ist, dann schmeiße ich dich gleich aus dem Bett. beziehungsweise, wenn er groß ist, dann musst du gleich aufstehen. Arme Luisa. Ja, Hanna, los, untersuch mal. Hier jetzt im Bikini hier. Dann kommen Feuerfallen besonders gut, glaube ich. Ah, du hast eine geheime Tür entdeckt. Ja, das wissen wir. Los, geh mal auf Tür. Ah ja. Eine Truhe. Noch irgendwas? Eine Falle? Sieht hier nicht so aus. Na komm, dann guck da mal rein. Öffne mal diese wunderschöne Truhe. Ah, das ist ein Schalter. Ah, den darfst du dann bitte schon auch mal untersuchen. Ich denke mal, dann gehen die Fallen hier vielleicht weg, hä? Wobei man kommt ja auch so durch die Tür. Wir werden sehen. So, komm, Luisa. Ah, nee, erstmal müssen wir mal gucken hier. Erstmal müssen wir. Ah, was ist das? Ein Silberbahn. Ja, nimm den mal. So, Luisa. Schluss mit lustig. Raus aus den Federn. Zack. Und dann kannst du gleich mal, na doch, erstmal duschen, wenn wir mal nicht so sein hier, ne? Wenn wir mal nicht so sein, wo hast du denn deinen ganzen Kram hier? Genau, iss mal ein Happen und wo hast du die Duschen hier? Und genau, und dann benutzt mal kurz eine Expressdusche und pack das Zelt in den Inventar, dann haben wir unsere beiden Zelte wieder, juhu. Ich finde das ja immer witzig. Ah, halt, Moment, hier passiert gerade was. Ah, du hast den Schalter betätigt und die Fallen sind aus. Ja, cool, Hanna. Na, dann sammel mal hier, dann nimm mal die Beute. Beute nehmen. Ach, das kannst du sammeln und Beute nehmen. Nö, wir nehmen die Beute. Und dann geh durch die Tür. Und Luisa, die darf dir gleich mal hinterhergehen hier. Auch in die, durch die Tür gehen. So, haben wir ja hier unten hier schon soweit alles soweit. Na, den Rauch hier wird wohl nicht mehr sein, denke ich mal. Nee, da passt doch nichts mehr. Oh, es geht weiter. Mal gucken. Oh, das sieht ja hier groß aus. Ob das ein Raum ist? Ah ja, es ist ein Raum. haben wir hier irgendwas? Nö. Komm, Luisa, dann guck mal da rein. Hanna, trauer doch mal. Wenn so Grabsteine sind, dann sollte man immer mal so ein bisschen rumtrauern. Da könnte sich auch was öffnen. Aha. Hier sieht's aus, als wenn hier mal eine Treppe erscheint. Na gut, gucken wir mal. Halt! Erstmal schauen. Aha, was hast du da? Irgend paar Scherben gefunden. Cool. Na, okay, mit dem Trauern war nichts. Du könntest die anderen ja auch noch betrauern, aber wir gucken erstmal, was hier noch so ist. Faltmäßig sieht es ja nicht so aus. Ah, hier geht's weiter. Mal gucken. Gibt's da Fallen? Nö, sieht nicht so aus. Ah, hier ist was. Wollen wir mal Eier untersuchen? Na, dann untersuch das mal. Und die Hanna, die kann dann gleich mal hier hinterher gehen, hä?
Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da, die kann man schieben, ja. Oh, entferne doch mal den Steinhaufen hier. Ich glaube, die muss man von zwei Seiten entfernen, ne? Ist denn da Platz? Jo. Aha, und da musst du den Ding da wahrscheinlich durchziehen, ne? Denke ich mir jedenfalls so. Oh, Luisa, mal gucken, was hier. So viel kann ja hier nicht sein in dem Raum, ne? Ich meine, da ist ja im Prinzip so gar kein Platz. Ja, na, nicht mal Platz für eine Truhe oder so, sonst würde ja die Tür gar nicht aufgehen, oder? Aber wir werden sehen. Dam-da-da, Sesam, öffne dich. Ah, oh, ein Geldsäckchen, wow. Okay, sammel das. So, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass man das von der anderen Seite auch machen muss. Jo, oho. Gibt's hier noch irgendwas Gefährliches, außer diese Fallen hier? Nö. Sieht nicht so aus. Da ist eine Tür, ob man da durchkommt. Und wir können auch hier lang gehen. Ah, da ist noch ein Schalter. Ja, dann würde ich sagen, einer geht hier mal. Er geht alle mal beide hierher. Du gehst dahin und du gehst auch dahin. So. Ah, ja, genau. Und dann gucken wir erstmal hier. Ist denn, na, der Raum ist ja, glaube ich, noch kleiner, oder? Nee, der ist genauso groß. Aber hier passt ja keine Tür mehr auf. Das ist ja hier schmaler. Komm, Luisa, oder Hanna, egal. Untersuch das mal da, dieses Ding. Und Luisa, du darfst mal den Steinhaufen hier von der anderen Seite wegmachen. Da, los, klopf den Kleinen. Einmal entfernen, bitte. Mal gucken, was jetzt hier passiert, hier bei der Hanna. Auf jeden Fall erstmal jede Menge Käfer. Und noch irgendwo. Ah, die Fallen gehen aus. Ah, jetzt kannst du noch rein. Jetzt kannst du an den Schalter ran. Nee, nicht du. Komm, Hanna, geh mal hierher. Du kannst ihn jetzt untersuchen. Der Urlaub ist in 12 Stunden zu Ende. Na, das schaffen wir ja noch. Überlebt ihr das hier eigentlich? Schafft ihr das? Ja, ich denke, 12 Stunden halten sie noch durch, ne? Hoffe ich doch. Mal gucken, was da jetzt noch drin ist hier. Im Bikini hier die Gruften erkunden, hä? Wird eigentlich ziemlich kalt sein hier unten, oder? Ah, was hast du gefunden? Ein Bruchstück von Sokofat. Ja, da freust du dich, was? ja, wollen wir mal gucken, wie weit ist die Luisa hier? Hast du den Haufen da weggemacht? Jo. Okay, dann würde ich mal sagen, zieh den mal ganz weit, weit ziehen. Ganz doll weit ziehen. Ja, und du darfst noch ein bisschen rumtrauern hier. Vielleicht passiert dann. Welchen hatten wir denn? Den? Den? Weiß ich gar nicht mehr. Na, trauer mal. Mal gucken. Und trauer da auch, und trauer da auch, und da kannst du auch mal trauern. So. Du, die Luisa ist da am Schuften. Ja. Kanntest du den oder was? War das jemand Wichtiges? Oder doch nicht so? Ja, gucken. Wer hat die Luisa geschafft? Und noch einmal. Jawohl. Und da geht jetzt die Treppe auf. Ja, dann würde ich mal sagen, nimm die Treppe. Wenn du da zurück zu Ende geheult hast, kannst du da mal runtergehen und die Luisa kann auch da die Treppe nehmen. Ah ja, hier geht's weiter. Erstmal gucken, ob die Hanna da noch irgendwas erreicht hat mit ihrer Trauerei. Aber meistens kommt ja dann irgendeine Musik, wo man das dann hört. Sieht nicht so aus. Nee, okay, dann gehen wir auch die Treppe. Mal gucken, was da unten jetzt ist. Ah ja, erstmal gucken. Irgendwelche Fallen hier? Nö. Also ein Boni war das erstmal nicht. Jedenfalls keine sichtbaren oder unsichtbaren oder was unter der Treppe? Nee, da ist auch nichts. Manchmal verstecken sich da auch irgendwelche Sachen. Nö, hier ist weiter nichts. Doch, ein Geldsäckchen. Ah, da müssen wir mal gucken, wann hier so ein Zeug ist oder so. Die Truhe hatte ich auch schon übersehen. Ah, wir haben einen neuen Raum. Den habe ich noch gar nicht entdeckt jetzt. Ja, aha, mit einem vorgegebenen Weg. Und da hinten leuchtet es grün. Dann würde ich doch mal sagen, ja, wenn wir sagen, hier von wegen grün ist besser, na, dann nehmen wir doch mal grün, untersuch mal. Erstmal gucken, was da ist, bevor wir hier. Da, ah, da sind noch mehr. Eins, zwei. Und auf der Seite, da sind auch welche. Dann nehmen wir erstmal den grün. Mal gucken. Vielleicht geht dann die Tür auf, denke ich mal, ha? Wenn du da das untersucht hast. Und dann, ja, ist hier noch irgendwas? Erstmal nicht. ja, so hat man die ja nicht gesehen. Wahrscheinlich wären die erst aktiv, wenn du da drüber gelaufen wärst. Aber die Tür ist auch aufgegangen. Gut, dann würde ich mal sagen, ha, komm, Luisa, dann untersuch mal hier diese ganzen Löcher. Und Hanna, du darfst hier schon mal durch die Tür gehen. Und wenn du diese Löcher untersucht hast, Moment, ich drehe hier mal ein bisschen sehr schnell, glaube ich.
Dann darfst du die anderen Löcher hier auch noch untersuchen. Na, dann mal gucken hier, was da alles überall Schönes drin ist. Hm? So, und du bist schon weiter? Ah, die Luisa freut sich, weil sie was gefunden hat. So, erstmal schauen hier. Ist hier irgendwas? Nee, da ist nichts. Und da, aha, da ist auf jeden Fall eine Tür. Die kann dann mal die Luisa untersuchen. Und du gehst mal hier lang. Du gehst durch diese Tür. Ah, und was hast du? Eine Geldtasche. Ich glaube, davon haben wir jetzt schon eine ganze Menge. wenn das nicht viel reicht oder so, wir haben so viel Zeug gesammelt, wir können das verkaufen. ein sehr großer Raum. Ja, mal gucken. Ja, da geht's erstmal so und weiter nichts. Was haben wir hier in den Ecken? Da kann man was sammeln, wa? Das sieht so aus wie so ein Alabaster-Schliffdingsbums hier. Genau. Was haben wir hier noch? Da ist eine Statue. Aha. Was haben wir sonst noch? Also der Boden, der sieht hier erstmal soweit okay aus. Die kann man schieben. Aha. Die nicht. Ja, da ist eine Tür, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Okay, Hanna. Dann geh mal da dran vorbei. Geh mal hierher. Aber bitte nicht durch die Flammen laufen, ne? Ihr könnt außen rumgehen. Könnt sie eigentlich auch mal fliegen lassen, aber ich glaube, dann kann es sein, dass sie woanders landen. So, Luisa, hast du dann alles gesammelt? Eins hat sie noch, okay. Dann sammel das mal so. Hanna, dann würde ich mal sagen, schieb mal oder zieh. Nee, ich glaube, schieben ist besser. Geh mal hier hin und schieb die mal ganz weit. Weit schieben. Aber nicht zu weit, ne? Nur bis dahin. Müssen wir aufpassen. So, und du bist fertig damit, Dinger einsammeln? Okay, dann hatten wir hier noch Geheimtür, ne? Okay, dann untersuch mal die. Das kannst du dann machen derweil. Und dann kannst du da noch ein bisschen was einsammeln. Erstmal gucken hier. Nicht, dass die Hanna hier durch die Flammen latscht. Ah, mal ein bisschen vorsichtig sein, ob sie daran vorbeikommt. Mal gucken. Ja, das ist schwer. Manchmal sind ja diese Sachen halt immer besonders gekennzeichnet. So, ich glaube, du kannst jetzt aufhören mit Schieben. So, genau. Und jetzt schieb den einmal darüber. Vielleicht gehen dann die Flammen aus. Das kann sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder es geht eine Tür auf. Das kann auch sein. Man könnte natürlich diese Dinger überall hier raufschieben. Dann gehen die Flammen ja auch aus. Aha. Aha, noch so ein Ding. Okay, die waren ja nicht. Da musst du wohl den hier hinten aus der Ecke. Da war ja einer. Ja, dann geh mal hierher. Muss mal außen rumlaufen hier. So, und wenn du da bist, dann gehst du mal hier schön hierher in diese Richtung. Genau. Bist du? Geh da nicht so dicht dran vorbei, Mann. Ja, und dann würde ich sagen, hol mal den hier mal vor. Ist hier noch irgendwas? Und das hier. Eine Fackel, die nicht an ist. Aha. Okay, dann zieh den mal weit ziehen. Und dann musst du ja bis da hinten hin, ey. Das kann ja dauern, bis du da angekommen bist. Na gut, dann gucken wir mal, was die Luisa hier macht in der Zeit. Ah ja, du hast ja diese Tür aufgemacht. Und da liegt ein Kupferbahn. Ja, okay, dann sammel den mal. Hier wird ja wohl keine Falle gleich sein, oder? Nee. So, was haben wir hier? Da ist nichts. Und, nö, da scheint auch nichts zu sein. Da kannst du erstmal trauern. Okay, dann trauer da mal. Ah, ja. Okay, dann gucken wir erstmal schnell, was die Hanna macht. Aha. Dann würde ich mal sagen, weit schieben erstmal, ne? Du darfst, nee, nicht dahin gehen. Schieben sollst du. Weit schieben. Bis dahin dann und dann müssen wir dahin und dann Uhr. Okay, Luisa, du hast das gesammelt und getrauert hast du auch schon? Aha. Scheint nichts passiert zu sein. Okay. Dann gucken wir mal, hier ist ja noch so ein Ding. Ah, nee. Da kommt Trauer erstmal. Trauer mal hier. Mal sehen, was da passiert. Heul mal da ein wenig rum. Ah, und dann ist auch noch ein Talerhaufen. Den darfst du dann auch noch sammeln. Was haben wir jetzt? Ah, Vollmond. Ach, mein lieber Schreck. Den habe ich hier gar nicht ausgestellt. Naja, mal sehen. Noch ein Loch. Okay, wenn du das denn gesammelt hast, dann darfst du das noch untersuchen. Und was macht denn hier schön? Ah, die Hanna, so. Du musst ja noch bis da hinten hin. Ja, dann würde ich mal sagen, ganz weit ziehen. Du bist noch eine Weile beschäftigt. Und die Luisa? Hast du da noch was in dem Loch gefunden? Ah, noch ein Schatz. Okay, ja, eingesackt. Sehr schön. So, dann waren wir da hinten ja fertig. Aber hier war doch noch, hier genau hier in der Ecke, da war doch noch so ein Dingensbummens hier. Komm, das darfst du noch sammeln. Sammeln wir. Nee, Beute nehmen? Ach, ist doch scheißegal. Ob nun sammeln oder Beute nehmen.
Und die Luana, die schuftet hier und schuftet hier. Oh. Ja, da muss er den aber wirklich von hier hinten aus der Ecke und dann mal rüberziehen, ja. Boah. Der ist ja Tage beschäftigt. Mal gucken hier. Oder willst du mal ein bisschen weitermachen, Luisa? halt, Moment, jetzt noch mal aufpassen, dass er nicht zu weit schiebt. Sonst müssen wir den wieder bis dahin und noch einmal und dann kannst du aufhören. Dann musst du weiter an die andere schieben. Ah, jetzt wird es hier auch noch grün. So, stopp. Jetzt ist gut. Und jetzt hier weit schieben. Weit schieben. So weit wie du kannst. Einmal über die ganzen Fallen drüber weg. Oh, jetzt wird es hier auch noch ganz schaurig. Gibt es jetzt hier auch noch irgendwo Zombies? Hier drinnen oder so? Oder hier draußen? Wo sind wir? Wo ist denn hier der Eingang? Hier, ne? Nee, Zombies sind hier nicht. Gott sei Dank. Mal gucken. So, Moment, wo seid ihr? Ja, also ich finde dieses Licht immer so schaurig. einmal über den, jetzt gehen erstmal die Fallen aus, also zumindest die hier. Genau. So, und jetzt noch eins. Und nochmal. Und noch eins. Du schaffst es, Hanna. Ja, super. Und ja. Wunderbar. Okay. Na dann hopp's mal da drauf. Draufstellen einmal. Wie lange? Wir haben noch 4 Stunden ungefähr. Dumm. Hops, hops, hops. Jetzt geht da die Tür auf. Dann geh mal hierher. Geh mal dahin. So, und dann durch die Tür. Durch die Tür gehen. Ja, ich glaube, dann hatten wir das ja hier so weit. Weiter kommen wir hier nicht. Das sind die anderen Türen, die sind zu. Luisa. Na, dann geh mal hinterher, ne? Geh auch durch die Tür. Durch die Tür gehen. Aber nicht durch die Fallen laufen, ne? Junge Frau. Schaffst du das? Okay, sie schafft es. So, die Hanna hat genug geschuftet. Komm, hier, entfernen wir den Haufen. Und Hanna, würde ich sagen, einmal diese Tür untersuchen hier. Das sieht ja ein Blinder, dass da eine ist. ist hier noch irgendwas Schönes? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Nö. Okay. Ja. Und noch mal. Ja, und noch einmal. War ich eben schon einmal weg? Okay. Du hast es geschafft, Luisa. Dann geh durch die Tür. Nee, nicht du, Hanna. Du sollst durch die Tür gehen. Einmal durchgehen, bitte. So, du hast eine Geheimtür entdeckt. Und da, es wird hier wahrscheinlich irgendwie einen Zusammenhang geben. So, erstmal gucken, was die Hanna hier hat Schönes. Erstmal hier den Weg abgrasen. Da ist ein Schlüsselstein. Moment, bis hierher? Nö, hier ist erstmal nichts. Da kann man was einlegen und Fallen sind hier scheinbar auch nicht. Also zumindest keine, die hier gleich mal einen anspringen. Moment, da kommen wir wahrscheinlich dann durch. Die Abkürzung. Ich glaube, du kannst hier einfach mal... da ist ein Geldsäckchen. Ja, dann komm, sammel den mal. Und das kannst du auch sammeln. Und dann, was war hier noch? Dieser Sternschlüsselstein, den darfst du auch nehmen. Und... Oh, ich höre Zombies. Und das darfst du auch sammeln. Und das darfst du dann auch sammeln. Und war auf der anderen Seite noch was? Nee. Und was haben wir hier denn noch Schönes? Die sieht ein bisschen anders aus hier. Was ist denn das? Trauern. Na, dann trauer mal. was haben wir jetzt? Du hast was gefunden, eine Geldtasche. Ja, wo ist eigentlich die Hanna? Die Luisa. Wo haben wir die jetzt wo bist du? Du bist da. Ja, dann mach mal den weg, würde ich sagen. Mehr muss ja hier, glaube ich, nicht sein in dieser kleinen Hütte. Mehr ist hier nicht. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch 2 Stunden, glaube ich. Um 12 müssen wir auch nach Hause. Ja, heul mal hier ein bisschen rum. Und passiert was? Ein Loch. Okay, untersuchen würde ich sagen. Da geht die Tür auf. Ich sagte, eine Abkürzung hier. Und, Luisa, du bist dann auch da hier, ne? sieht hier komisch aus. Nee, ist nix. Hier sieht aber ganz viel. Du musst hier einmal so ringsrum gehen, ne? Hier noch was? Nee. Und was hast du gefunden? Ein Türkisschliff. Ja. Warte mal, du hast doch eben einen Sternschlüsselstein hier. Leg den mal ein. So, und wir gucken. Ich hole die Zombies da oben brüllen.
Auf jeden Fall musst du hier irgendwie ganz komisch laufen. Nee, da ist nichts, da ist auch nichts. Und was war jetzt? War da nichts? Hm? Ist da gar nichts passiert? Du hast einen Sternschuss eingelegt und nun? Oder ist jetzt eine andere Tür aufgegangen? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ja, sowas Blödes. Habt ihr gesehen, dass da was passiert ist? Oder ist die Tür jetzt aufgegangen? Ah, mein Urlaub ist in einer Stunde zu Ende. Na, okay. So, da darf man nicht rübergehen. Okay, Hanna, dann geh mal hierher. Geh mal durch die Tür. Geht nicht? Geh mal hierher. Geh mal dahin. Ja, und dann gehst du dahin. Und dann geh mal dahin. Und wenn du dahin gegangen bist, dann gehst du hierhin. Und dann gehst du dahin. Und dann gehst du hierhin. Und dann gehst du durch die Tür. Das war jetzt etwas kompliziert. Aha. Weißt du was, Hanna? Luisa, du darfst mal die Fallen entschärfen. Aber das ist sowieso gleich zu Ende hier. Ah, wir haben nur noch einen ganz kleinen Moment. Ich muss mal wissen, warum das hier passiert ist mit dem Schlüsselstein. Da muss ich noch mal gucken, denn habt ihr da irgendwas mitgekriegt? Ich nicht. Naja, wir werden sehen. Wollen wir die Fallen noch entschärfen? Ich schaffe mal sowieso nicht mehr. Ist ja gleich zu Ende. Ah, noch 10 Minuten haben wir. 10, spring da auf, komm. Nein, nicht du. Du sollst da draufstehen. Komm, zack. Nicht du. Los, hopp's da noch schnell rauf, bevor es nach Hause geht. Oh, ups. Der Ausflug ist zu Ende und die Luisa ist abgefackelt. Okay, dann machen wir an der Stelle Schluss. Es geht nach Hause. Ich höre immer noch die Zombies. Okay, die 2 Tage Lucky Vibes überspringe ich dann und wir sehen uns dann wieder in Ägypten. Bye bye.